Ja, hallo auch von unserer Seite. Ich würde sagen, ich starte ganz kurz mal mit Digitalisierung allgemein. Markus Neuburger übernimmt dann gleich mit dem, was wir ganz konkret hier für Donner-Räusche machen. Und wenn wir über Digitalisierung reden, dann denke ich gerne zurück an 2006 und die Fußball-WM. Warum? Vielleicht weiß der eine oder andere von Ihnen noch, was damals so die beliebteste App weltweit war. Für die, die jetzt besonders lange überlegen, die werden feststellen, es gab noch keine, weil das iPhone 2007 rauskam. Und ich muss zugeben, da ich gerne Fußball gucke, hilft mir das immer wieder zu realisieren, wie schnell sich eigentlich die Welt verändert hat. Das Zweite, wenn man so auf dieses Bild guckt, fällt auf, damals haben Leute noch hingeguckt und nicht nur mit dem Handy aufgenommen. Aber ich stelle fest, hier hören auch die meisten zu, freut mich sehr, bisher sind wir noch nicht nur auf Twitter. Also, wir wollen heute darüber sprechen, was passiert eigentlich im Kontext Digitalisierung. Ganz viel wurde heute Morgen schon gesprochen, auch in der Podiumsdiskussion. Was heißt das eigentlich und wie kann man sich da vorbereiten? Und dass da wirklich viel im Umbruch ist, vielleicht hier nochmal eine Übersicht. Das sind alles Firmen, die erst seit der Fußball-WM entstanden sind, beziehungsweise Angebote, die seitdem erst in Deutschland verfügbar sind. Und ich bin mir sicher, auch hier im Raum nutzt der ein oder andere WhatsApp, statistisch gesehen so ziemlich jeder, der ein oder andere Google Maps, mittlerweile funktioniert das besser als so ziemlich jedes Navi, der ein oder andere hat vielleicht auch schon mal bei Netflix reingeguckt oder hat ein iPhone in der Tasche. Und dann kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie stark sich eigentlich die Welt geändert hat. Und ich würde zustimmen, das wurde heute Morgen auch schon gesprochen, wir sind dabei erst ganz am Anfang. Wenn man es mit der Industrialisierung vergleicht, dann sind wir jetzt ungefähr so in dieser Phase, würde ich jedenfalls sagen, die Dampflok ist da. Das ist irgendwie besser als Kutsche, so Endkunden nutzen, der so ein bisschen besser ist. Mein Smartphone kann irgendwie mehr, als mein altes Telefon damals konnte. Und wir kommen also langsam in diesen Modus, dass wir jetzt erste Veränderungen spüren. Aber die wirklich großen Umbrüche, jetzt im Kontext der Industrialisierung, dass wir auf einmal Fabriken haben, dass wir eine andere Art der Organisation der Gesellschaft haben, weil nicht mehr alle auf dem Land leben, sondern Städte deutlich zunehmen, weil Bürgertum entstanden ist durch ganz andere Aufteilung der Wertschöpfungskette, weil dieses Bürgertum dann auch Mitspracherechte haben wollte, das hat zu massiven Umwerfungen geführt. Es gibt Menschen, die sagen, Demokratie hängt auch mit Industrialisierung zusammen, zumindest die Verbreitung der Demokratie. Und es ist noch völlig unklar, was im Kontext der Digitalisierung alles kommt. Wir können jetzt schon spüren, für die, die sich auch politisch interessieren, dass sich auf jeden Fall auch die Weltmachtverhältnisse deutlich verschieben. Also wenn man an sowas denkt wie den Aufstieg Chinas. Und dabei muss man auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass das komplett neu ist. Also China ist jetzt auf dem Weg dahin, wo sie vor der Industrialisierung mal waren. China hatte mal einen weltweiten Anteil am Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 35%. Das entspricht ungefähr Europa in Summe. Das ist übrigens auch einer der Gründe als Nebenaspekt, warum ich überzeugter Europäer bin. Ich glaube, nur als Europa gemeinsam haben wir eine Chance. Heute wollen wir vor allen Dingen darüber sprechen, wie können wir jetzt damit umgehen, wenn sich alles so stark ändert. Und da ist man schnell bei strategischen Fragen. Und darum eins vorneweg, alles, was wir heute erzählen, kann auch komplett falsch sein. Das ist in der Natur der Sache von Strategie. Bei Strategie kann man auch falsch liegen. Jeder, der Unternehmer ist, weiß das. Der große Vorteil ist aber, in dem Moment, wo man eine Überzeugung entwickelt, wo man sagt, okay, darauf arbeite ich jetzt mal, geht man halt und nichts ist schlimmer, wie einfach nur stehen zu bleiben, wie das Kaninchen vor der Schlange. Darum, wer handelt, kann halt auch sozusagen agieren und das ist so ein bisschen die Überzeugung. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Digitalisierung nicht nur online ist, sondern Digitalisierung verändert deutlich mehr, weil es eigentlich um die zugrunde liegende Infrastruktur geht. Und um da mal ein Gefühl für zu geben, diese Zahl, ich finde die immer wieder beeindruckend, allein in den Jahren 2016 und 17, und 18 ist da nur nicht drin, weil sozusagen die Zahlen noch nicht so aktuell sind, aber in den Jahren 16 und 17 sind weltweit 90% aller weltweit verfügbaren Daten entstanden. Das heißt, wenn man sich alle Daten vorstellt, die in der Geschichte der Menschheit jemals produziert wurden, dann sind 90% davon von dieser Gesamtmenge allein in diesen beiden Jahren entstanden. Wir produzieren momentan im Schnitt am Tag 2,5 Trillionen Bytes an Daten. Das entspricht so ungefähr, also erstens eine Zahl mit 19 Nullen, also fast so viele Nullen, wie wir hier gerade Stockwerke hoch sind. Ein anderer Vergleich, der helfen kann, das entspricht ungefähr der Speicherkapazität von 30 Millionen iPhones. Um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Daten jeden Tag produziert werden. Und das führt auch zu Veränderungen. Wenn man mal so ein bisschen länger zurückguckt, 89% der Fortune 500 Unternehmen von 1955 gibt es jetzt nicht mehr. Und das sind alles Unternehmen, die damals, das sieht man, wenn man so durch New York läuft und sich die Hochhäuser anguckt, dann sieht man, da waren das alles Unternehmen, die damals gedacht haben, dass sie für immer existieren werden. Und ich muss zugeben, das ist einer der Gründe, warum wir mit meiner Firma so gerne zusammenarbeiten mit Privatbanken, weil Privatbanken, Donner-Räusche, seit über 220 Jahren aktiv, haben eins gelernt, man muss handeln und man muss nach vorne gucken. Und wenn man so lange unterwegs ist, wenn man sich überlegt, was in diesen 220 Jahren alles passiert ist,
dann merkt man, dass man kann da nur erfolgreich sein, wenn man halt vorausschaut. Wenn man nicht nur im nächsten Quartal denkt, sondern weil man weiß, als Privatbank ist man über Generationen verpflichtet. Und das ist tatsächlich etwas, was wir merken als sehr junge Tech-Firma. Also meine Firma ist seit 2,5 Jahren erst auf der Welt. Ich selber bin im Finanzwesen seit über 20 Jahren, aber seit 2,5 Jahren als Gründer von Allenwar. Wir arbeiten halt tatsächlich dominant mit Privatbanken wie Donner Reuschel, weil das halt langfristig orientierte Partner sind. Was ganz entscheidend ist, wenn man Digitalisierung vernünftig und erfolgreich angehen will. Jetzt haben wir viel über Unsicherheit gesprochen und über Dinge, die so ein bisschen schwierig sind. Was kann man denn jetzt tun, wenn die Welt so unsicher ist, ist ja die Frage. Und darum hier die Idee, dass wir so ein bisschen auch überlegen, was sind denn die Dinge, die für alle gelten, damit Sie als Unternehmer, als Führungskräfte ein bisschen was mitnehmen, auch neben dem reinen Geschäft. Und dann kommen wir auf ein Thema, was wir konkret gemeinsam machen. Die erste Grundhypothese, und das kam heute Morgen mal an 2, 3 Stellen schon durch, ich ziehe es mal auf mich persönlich, ich glaube zutiefst daran, dass Interaktion immer eine menschliche Frage stellen bleiben wird. Das heißt, wenn Sie so lesen von künstlicher Intelligenz, von alles wird irgendwann zukünftig mal digital, ich ganz persönlich glaube daran, Interaktion bleibt immer Menschen. Menschen werden es immer wertschätzen, mit einem anderen Menschen zu reden. Das wird immer ein besonderes Vertrauensverhältnis sein und es wird auch immer Dinge geben, die erzähle ich nur zwischen Menschen. Das ist halt so. Es gibt Dinge, die sind so vertrauenswürdig, die will ich nicht, dass die rein digital verarbeitet werden im Sinne von automatisiert. Und darum geht es auch gerade im Privatbankkontext gar nicht darum, Menschen abzulösen, sondern es geht darum, gemeinsam erfolgreicher zu sein, indem man das Digitale und das Persönliche optimal verbindet. Das gilt aber auch in vielen anderen Kontexten. Das heißt, wenn Sie überlegen, was in Ihrem eigenen Geschäft sozusagen das Typische ist, ich würde sagen, dann, wenn es um reine Aktion geht, also um das reine Abarbeiten von irgendwas, sei es am Fließband oder sei es das Schreiben eines Vertrages, also durchaus auch anspruchsvollere Dinge, sehr hohe Chance, dass da Digitalisierung auch zum Ersatz führen kann. Wenn es um die Interaktion geht, um den Austausch zwischen Menschen, sehr hohe Chance, dass es im Kontext Digitalisierung immer darum geht, das besser zu machen, aber nicht abzulösen. Das zweite, als ganz, ganz wichtige Grundregel, Digitalisierung, habe ich eben schon gesagt, heißt nicht online, sondern Digitalisierung heißt vor allen Dingen Individualisierung. Wenn wir überlegt, wie wir in Europa auf das Thema gucken, schauen wir viel zu häufig nur auf die Frontends, also nur auf das, was man vorne sieht, Webseiten, mobile Seiten, solche Geschichten. Wenn wir uns aber erfolgreiche Geschäftsmodelle, gerade in Amerika, anschauen im Kontext Digitalisierung, dann ist eigentlich der singuläre Faktor, der sie alle verbindet, Individualisierung wirklich gut zu machen. Mein Netflix sieht anders aus wie das meiner Kinder und ich persönlich bin auch zutiefst davon überzeugt, heute muss ich noch sagen, ich bin's und nicht meine Tochter, ich bin zutiefst davon überzeugt, in absehbarer Zeit wird es so sein, der erste Film, den ich aufrufe oder die Uhrzeit, zu der ich das mache oder die Geschwindigkeit, mit der ich irgendwo mich bewege, da spricht es eher für meine Tochter, wird dafür sorgen, dass Netflix weiß, wer denn da gerade sitzt vor dem Screen. So, und das heißt, wenn man darüber nachdenkt, was ist der größte Vorteil, was ändert das an Geschäftsmodellen, dann ist Individualisierung halt ein ganz, ganz wesentlicher. Dann wissen Sie übrigens auch sofort, warum das für eine Privatbank so spannend ist, weil Individualisierung natürlich auch der Kern des Geschäftsmodells einer Privatbank ist. Das Zweite, was wir deutlich sehen, ist der Aufbruch von Wertschöpfungsketten. Das heißt, etwas, was wir zum Beispiel im Kontext Automobilindustrie schon sehr, sehr lange beobachten, auch in anderen Bereichen, dass einfach nicht mehr einer alles macht, sondern man sich aufteilt in der Leistungserstellung. Das wird hier nochmal deutlich, deutlich stärker. Das, witzigerweise gibt es auch da den Bezug zur Industrialisierung. In der Industrialisierung, was quasi die Leistungserstellung, die man aufgeteilt hat, jetzt im Fließband bildlich gesprochen, zwischen Menschen, aber innerhalb einer Organisation. Jetzt reden wir über die Leistungserstellung, die sich aufteilt zwischen Organisationen, die irgendwas richtig, richtig gut macht. Der eine verbaut halt sozusagen, was weiß ich, bei der Automobilindustrie, der eine baut halt tolle Sitze, der nächste tolle Türgriffe, irgendeiner schraubt das Auto zusammen. Das sehen wir in jeder Industrie. Warum? Weil ich natürlich über die digitale Abbildung von Wertschöpfungsketten es viel, viel einfacher mache, Spezialkompetenzen miteinander zu verbinden. Ich kann als Firma mir sehr genau überlegen, wer hilft, mit wem soll ich zusammenarbeiten, wer macht mich besser, welches Unternehmen ist komplementär zu mir selber. Ich kann dann ohne großen Aufwand die Logistikketten abbilden, die ich brauche, die Verträge abbilden, die ich brauche, Transparenz über den gesamten Warenfluss schaffen. Das heißt, ich werde deutliche Umbrüche sehen in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und was jedes Unternehmen macht. Und das wird auch dazu führen, dass Unternehmen, die nicht wissen, was eigentlich die eigentliche eigene Kernkompetenz ist, es schwerer haben werden. Das heißt, wenn Sie über Ihre eigene Firma nachdenken, kann ich nur raten, suchen Sie sich Ihre Top-3-Wettbewerber und überlegen sich, was Sie besser können als die. Und wenn die Antwort ist, wir sind woanders, den Rest machen wir ungefähr gleich, dann spricht das stark für eine regionale Strategie. Wenn Sie gar keine Antwort wissen, dann spricht schwer dafür, dass Sie das Geschäftsmodell anpassen müssten. Weil im Gegensatz zu früher wird es immer leichter, den jeweils Besten zu finden.
Das kennen wir selber schon in unserem eigenen Verhalten. Wenn wir irgendwo losgehen, wir beschäftigen uns damit, was ist denn sozusagen die beste Lösung? Und dabei denken wir viel, viel breiter und haben viel mehr Zugang zu allen möglichen Lösungen. Und darum, Digitalisierung führt zu Aufbrechen von Wertschöpfungsketten, führt aber dann natürlich auch dazu, dass die jeweils Besten in einem bestimmten Thema sehr gut miteinander arbeiten und die Lösung, die Leistung, die am Ende rauskommt, für jeden Kunden noch besser wird. Das heißt, ich kann wirklich mir zusammenstellen, ich habe nicht nur das Telefon von meinem Anbieter, sondern ich nutze die App für das Thema, die nächste App für das nächste Thema. Bei dem Thema spreche ich mit dem Berater, der kann aber wiederum zusammenarbeiten, weil er Zugang hat über eine digitale Plattform mit anderen Sachen, sodass wirklich die Leistungserstellung immer heterogener wird. Am Ende arbeitet ein Ökosystem für mich. Was dabei wichtig ist, wenn man erfolgreich sein will, man braucht eine starke Kultur. Das ist ganz, ganz entscheidend und ich muss zugeben, das ist eine der Dinge, warum ich glaube, dass wir in Deutschland eine echt gute Chance auch noch haben, auch wenn momentan viele sagen, ja, es gibt doch irgendwie in China und in Asien viele erfolgreiche Unternehmen, es gibt in Amerika viele starke Unternehmen. Ich glaube, Deutschland hat gezeigt, dass es eine echte Kultur erfolgreicher Unternehmer hier gibt und Unternehmerinnen und dass es hier ausreichend viele Menschen gibt, die wirtschaftlich orientiert sein können, die offen sind für Neues. Deutschland ist nicht umsonst erfolgreich in Globalisierung. Und das muss man halt sagen, Technologie kann man einkaufen. Wenn man sich heute beschäftigt mit künstlicher Intelligenz, wenn man sich heute beschäftigt mit Machine Learning, Quantum Computing und all dem, was Sie so an Buzzwords finden können, ganz viel davon können Sie einkaufen. Wenn Sie richtig gute Talente brauchen, dann können Sie die auch am Ende des Tages bezahlen. Aber wenn Sie wollen, dass die für Sie richtig, richtig gut arbeiten, wenn Sie als Firma erfolgreich sein wollen, dann ist das ganz entscheidende Kultur. Ich habe eben schon darauf referenziert, dass wir gerne mit Privatbanken zusammenarbeiten, weil die langfristig denken, das ist auch eine Frage der Kultur. Das ist eine Frage der Einstellung. Wie gehe ich an Themen ran? Bin ich neugierig? Bin ich offen? Oder bin ich verbohrt, festgehalten in historischen Situationen und Überzeugungen? Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um Umbrüche geht, wie die, die wir gerade erleben. Wir müssen sozusagen die richtige Kultur dafür haben. Und da kann ich nur jeden einladen, sich damit zu beschäftigen, weil das am Ende das ist, was tatsächliche Wettbewerbsvorteile bringt. Das nächste, was ganz, ganz stark ist, was ich jedem mitgeben kann, ist Authentizität. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich so vor 20 Jahren angefangen habe, so ernsthaft nach der Schule mal zu arbeiten, dann gab es noch sehr viele Firmen, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, wenn man mal reingehorcht hat, innen und außen hat nicht viel miteinander zu tun. Das ist vorbei. Also wer heute im Kontext der Digitalisierung, im Kontext der damit einhergehenden Transparenz noch denkt, dass er mehrere Images haben kann, der hat es wirklich noch nicht verstanden. Eine Firma, die nach innen und nach außen unterschiedliche Dinge erzählt und lebt, wird nicht erfolgreich sein. Das gilt von der kleinen Privatperson bis zur großen Firma. Man muss authentisch sein. Dann können Mitarbeiter wirklich Botschafter des Unternehmens sein. Dann können Werte auch tatsächlich gelebt werden. Dann können Werte zu Wettbewerbsvorteilen führen. Und dann hat man eine echte Chance. Wenn man wie hier jetzt steht, man muss sich immer bewusst sein, alles, was ich jetzt erzähle, kann auch morgen im Netz stehen, kann auch sofort im Netz stehen. Das heißt, ich kann hier nicht anders sein, wie das, was ich sowieso mache. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Digitalisierung führt dazu, dass halt Transparenz zugenommen wird. Das führt dazu, dass man in Zeiten von strategischen Fragestellungen vor allen Dingen sich fragen muss, wo bin ich authentisch, was passt auch zu mir? Über Kernkompetenzen, das habe ich schon angerissen, ist es dann halt so, dass ich tatsächlich eine klare Kernkompetenz brauche. Das heißt, ich muss mich fragen, was kann ich denn besser als jeder andere? Und als Beispiel, so haben wir zum Beispiel auch über unsere eigene Firma nachgedacht. Wenn man über Private Banking nachdenkt, über Vermögensverwaltung nachdenkt und jetzt so ein bisschen die Überleitung auch gleich zum Kollegen, dann ist es halt so, dass man am Ende des Tages aus unserer Sicht drei Dinge braucht, die für Sie als Kunden und als potenzielle Kunden interessant sind. Aus unserer Überzeugung, erstens braucht man starke Marken und ein etabliertes Vertrauen von Menschen. Wir haben schon darüber gesprochen, am Ende geht es um die Interaktion zwischen Menschen. Als zweites braucht man aus unserer Sicht eine echte Investmentkompetenz. Markus Fitz hat eben ausgeführt, die Märkte sind rauer gewesen gegen Ende letzten Jahres. Und da brauchen Sie Partner, die tatsächlich Ahnung haben. Und das dritte ist, wir brauchen halt modernste Technologie, damit man halt auch von all den Vorteilen, die wir eben gestriffen haben, auch profitiert. Weil wenn ich über Individualisierung rede, was heißt das? Das heißt am Ende des Tages, dass ich eine digitale Plattform habe, die mich in die Lage versetzt, tatsächlich auch Kunden, Berater, Portfolio-Manager miteinander zu verknüpfen. Und in dem Bereich gibt es in der Finanzbranche viel sozusagen leere Menge. Da haben wir unsere Firma hin entwickelt. Das heißt, wenn Sie über Ellenwein nachschauen, dann sind wir am Ende eine Firma, die Ihnen nie begegnen wird als direkter Anbieter, sondern die immer nur mit Ihren
Partner mit ihr und Donna Reusche zusammenarbeitet. Aber wir sind halt eine Tech-Firma, die Finanzdienstleister nutzen können. Wir machen nur das, das versuchen wir aber richtig, richtig gut zu machen. Und genau das kann ich auch jedem anderen nur raten. Überlegen Sie sich, was ist Ihre Kernkompetenz, setzen Sie auf die, bauen Sie die auf, überlegen Sie sich, was sind Ihre Partner, mit denen Sie am besten zusammenarbeiten. Und dann kommen Lösungen raus, wie das, woran wir gemeinsam arbeiten. Die Technologiekompetenz mit der Kompetenz von Donna Reusche gemeinsam als sehr, sehr etablierte, hervorragende Privatbank. Und darum so ein kleiner Einflug zur Digitalisierung, jetzt noch kurz zu dem, was wir auch gemeinsam machen. Genau. Wir als Privatbank haben natürlich, wie gesagt, 220 Jahre Erfahrung. Wir sind an 4 Standorten, haben 500 Mitarbeiter. Für uns ist ganz besonders entscheidend die persönliche Interaktion. Wie wir heute schon gehört haben, wir brauchen den Menschen, wir brauchen diese Interaktion. Markus Fitt hat gesagt, die Empathie, die da entsteht zwischen den Menschen, dass der mir auch Sachen erzählt, die er vielleicht einer Maschine nicht erzählen würde, jemand anders nicht erzählen würde, sondern Vertrauensverhältnis zu haben, das ist für uns sehr wichtig. Und das sehen wir als unsere Kernkompetenz an. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, wir bauen keinen Robo-Advisor. Wir bauen nichts, wo wir erwarten, dass sie sich online anmelden und alles nur noch da funktioniert. Digital heißt für uns auf gar keinen Fall online, sondern digital bedeutet für uns persönlich und digital. Sie werden ihren Berater haben und sie werden eine digitale Plattform haben. Wir haben uns überlegt, wie verändert sich die Welt? Und tatsächlich ist es so, jeder von Ihnen hat ein Smartphone, jeder von Ihnen ist es gewohnt, die Information heute jetzt zu kriegen. Jetzt zu wissen, wie spielt Arminia Bielefeld gegen HSV? Steht noch 2-0 für Arminia. Also. Oder das alles, so eine, wir hatten mal einen sehr schönen Vortrag, der das als Nowness bezeichnete, also diesen Griff sofort auf die Information. Und das ist mit einem Berater, den können Sie jederzeit anrufen, allerdings nicht Sonntagnacht, da schlafen die auch mal. Und das wollen wir erzeugen. Ihr Leben wird mobiler, Ihr Leben wird moderner. Sie erwarten das und unser Angebot passt sich dem natürlich an. Für uns bedeutet Digitalisierung immer Individualisierung. Das heißt, Sie werden nicht in eine Schublade gepresst. Es geht für uns darum, der Berater nimmt Ihre Wünsche auf, bespricht mit Ihnen, was Sie tun wollen. Und die und der Rest, also quasi alles, was unter der Haube passiert, das soll möglichst digital sein, weil es einfach einen besseren Service ermöglicht, eine schnellere Umsetzung, eine einfache Umsetzung und für Sie eine bessere Information. Und darum geht es uns vor allem bei dem, was wir Ihnen heute zeigen werden. Es geht um Informationen für Sie, es geht darum, schneller Zugriff zu haben und somit besser auf Ihr Vermögen gucken zu können. Wir digitalisieren unsere Vermögensverwaltung, das bedeutet nicht, dass Sie das müssen. Das heißt, wir stellen uns unter der Haube so auf, dass wir voll digitale Prozesse abbilden können, aber wir werden niemand dazu zwingen. Es wird nie keine Online-Bank werden. Wenn Sie sagen, das ist so, wie es ist, super, ich möchte mein Papier, ich will mit meinem Berater sprechen, ich möchte mit diesem Online-Ding auch nichts zu tun haben, bauen wir die Prozesse auf, das so zu tun. Aber wenn Sie sagen, jetzt bin ich doch im Ausland, ich will doch zugreifen, dann machen wir das so. Wir glauben auch, so ein bisschen was für die Nachhaltigkeit tun zu müssen. Wir haben hier in unserem Rahmenprogramm Plants for the Planet mit dabei, die Bäume pflanzen. Da sind wir auch als Bank sehr stark daran interessiert. Und es nützt natürlich nichts, wenn wir links Bäume pflanzen und die ihnen rechts als Papier zuschicken. Ich glaube, jeder kennt das, Banken tendieren dazu, seitenweise aus regulatorischen und rechtlichen Gründen ganze Bücher zu versenden. Das halten wir nicht mehr für zeitgemäß. Wir glauben nicht, dass das auch für Sie ein Vorteil ist, das als Papier in der Hand zu haben. Wenn Sie das wollen, machen wir das. Aber wir glauben eher daran, dass wir papierloser werden müssen, dass wir eine Plattform bauen müssen, auf der wir Ihnen die Informationen zur Verfügung stellen, die Sie jederzeit abrufen können. Und nicht nur heute, sondern auch den Portfoliobericht von vor 2 Jahren. Wenn Sie den wollen, steht der online zur Verfügung, klicken den an, machen den auf, Sie müssen zu Hause keinen Ordner mehr haben. Das ist das, was wir so ein bisschen erreichen wollen. Wir werden das Ganze auch ins Beratungsgespräch bringen. Nicht deshalb, weil wir glauben, die Maschine kann das besser. Da glauben wir gar nicht dran. Wir glauben, das Beratungsgespräch macht der Berater besser. Aber wir brauchen einfach Zeit, wir brauchen eine gute Grundlage, wir brauchen schnellere Prozesse. Die Regulatorik legt uns wahnsinnig viel auf, was auch Sinn macht, weil wir gemeinsam entscheiden wollen, was die optimale Anlage ist. Aber das Ganze muss dem Berater unterstützt werden, müssen Sie unterstützt werden, damit wir am Ende mehr Zeit haben, miteinander zu sprechen und das alles viel einfacher wird. Denn darum geht es, es soll für Sie einfach werden, eine gute Customer Experience sein, wie man neudeutsch sagen würde. Und das ist unser Ziel.
alles, was wir hier zeigen, ist, würde man sagen, coming soon. Also wir arbeiten da dran. Wir werden immer wieder neue Teile ausrollen. Das heißt, wenn Sie dann den ersten Tag reingucken, sieht das so aus und es wird sich über die Zeit verbessern. Wir arbeiten da mit sehr agilen Methoden, die uns auch dann ein Startup wie Ellenwahr beibringt, weil Banken doch ein bisschen langsam sind. Und so ein Fintech bringt dann eine ganz andere Dynamik in so eine Bankarbeit hinein. Das war eines der großen Dinge, die wir mitgenommen haben in dieser Arbeit. Wir haben das mal mitgebracht, für die schon unsere Kunden sind. Wenn Sie das sehr interessiert, gehen Sie auf Ihren Berater zu, dann werden Sie einer der Ersten sein, dem das präsentiert wird. Wenn wir live sind, können Sie sich quasi Ihre jetzt schon bestehende Vermögensverwaltung auf dieser Plattform angucken. Wir machen das anders als viele Mitbewerber, das heißt, es ist kein Startup, wir erwarten immer neues Geld, aber jetzt kein neues Geld speziell dafür, sondern wir haben uns überlegt, die alte Welt in die neue zu transportieren. Daran arbeiten wir hart und das machen wir mit dem Thema Digitalisierung. Wir würden jetzt ein kleines Video zeigen, so es startet. Nochmal drücken. Das mal einen kleinen Blick gibt, wie das aussieht. Das heißt, Sie werden sich ganz normal über unsere Internetseite, dort werden Sie einen Link finden. Wer die noch nicht kennt, das ist unsere sehr hübsche Internetseite mit Carsten Mumm. Und dort werden Sie dann ein Login finden, mit dem Sie auf Ihre Vermögensverwaltung bei uns zugreifen können. Sie melden sich dann einfach an. Wer noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, wir sind sehr glücklich um jede E-Mail-Adresse, um Sie anschreiben zu können. Und dort sehen Sie dann einen kompletten Blick auf Ihr Vermögen. Entwicklung, Stand, Transaktion, was ist passiert, wie ist das Portfolio zusammengesetzt und das jederzeit aktuell. Das heißt, Sie müssen nicht mehr darauf warten, dass Ihr Berater rangeht, sondern können jederzeit schauen. Und Sie finden auch alle Kommunikation, die wir mit Ihnen haben, auf der Plattform. Die stellen wir dahin und lassen die dort auch langfristig, damit Sie so ein Archiv Ihrer Informationen mit der Bank haben. Als nächstes werden wir das Ganze dann in den Beratungsprozess mit einbauen, damit Sie auch, wenn Sie mit dem Berater zusammensitzen, auf das Gleiche gucken, was Sie sich zu Hause anschauen können, der Berater auf das Gleiche guckt und Ihr Portfolio-Manager auf dasselbe schaut. Das heißt, wir werden eine einzige Plattform haben, viel schneller werden und wir hoffen für Sie viel transparenter. Sollten Sie dazu Fragen haben, Herr Chris Barth und ich sind noch da, kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an, zum Thema Digitalisierung generell oder zu unserer neuen Plattform, auf die wir Sie dann auch bald ganz herzlich einladen. Und darum vielleicht dann abschließend wirklich nochmal die Zusammenfassung, das war der Einblick in das übersetzt Donner, dass wenn man wirklich nochmal reflektiert, was sind die Lerneffekte, Digitalisierung führt zu großer Unsicherheit, Digitalisierung führt zu viel Veränderung, der beste Weg dabei erfolgreich zu sein ist, A, überlegen sich, was können Sie besser als alle anderen, Donner Reusche hat das, finde ich, ganz hervorragend beantwortet, rund um das Thema Beratung, Investmentkompetenz. Zweitens, überlegen Sie sich dann, was sind Partner, die mit Ihnen erfolgreich oder noch besser, die dazu beitragen können, Sie noch besser zu machen, weil im Ökosystem, und das erwartet der Kunde, sozusagen dann die beste Leistungsentstellung entsteht. Überlegen Sie sich, wie haben Sie die richtige Kultur dafür? Also Beispiel auch das Thema, wie schaffen Sie es, die Mitarbeiter richtig mitzunehmen? Was sind auch die Kernkompetenzen auf der Mitarbeiterseite? Unsere eigene Firma 70% Technologie. Bei Donner Reusche würde ich mal sagen, es ist wahrscheinlich eher 70-80% Beratungskompetenz und Investmentkompetenz, das für sich selber zu übersetzen. Und tatsächlich denken Sie langfristig genug. Das heißt, auch wenn die Welt sich schnell ändert, ist das so der Anker. Bei den Chinesen, um da nochmal die Kurve zu ziehen, ist es ein Plan bis 2049. Ich stelle manchmal fest, dass wir in Europa wahrscheinlich da unsere größte Schwäche haben, dass wir zu kurzfristig denken, dass wir zu sehr nur auf Sicht fahren. Wir sollten nicht denken, dass sich Unsicherheit in auf Sichtfahren übersetzt, sondern Unsicherheit übersetzt sich eigentlich am besten in langfristig denken und kurzfristig reaktionsfähig bleiben. Und mit diesen Gedanken würden wir jetzt gerne sozusagen den Cut machen, freuen uns auf Fragen und gerne auch die gemeinsame Diskussion. Da kann ich vielleicht direkt darauf antworten. Wir teilen das ein bisschen auf. Er macht alles mit fachlich, ich mache alles mit Tech. Also, erst eins vorneweg. Also auch wir als Ellenwahr sind komplett BaFin-lizenziert. Das heißt, wir erfüllen alle Anforderungen, die die BaFin stellt an Datensicherheit, an IT-Sicherheit etc. Das Zweite ist, wenn man über IT-Sicherheit nachdenkt, dann ist das ist interessanterweise das größte und das wichtigste Sicherheitsmerkmal ist ständige Updates. Also wenn Sie mal so drüber nachdenken, Sie kennen vielleicht auch noch die Zeit, so BlackBerry galt mal als ziemlich sicher, also so als mobiles Device, gilt heute nicht mehr als sicher, weil keine Updates mehr da sind.
Beim iPhone, die es nutzen, werden Sie feststellen, dass Sie so im Schnitt alle 4 bis 6 Wochen ein neues Update haben. Manchmal nur ein kleines, was immer dafür sorgt, dass Sie einfach schneller sind als der potenziell böse Angreifer. Und genau so sind wir auf der Plattform auch aufgestellt. Das heißt, wir machen ständige Updates, arbeiten auch mit großen Technologiefirmen noch mit zusammen, um dafür zu sorgen, dass Ihre Daten immer sicherer sind als jedes IT-Device, das Sie selber nutzen könnten. Also ich sage mal, im Vergleich zu einem Laptop, den Sie selber im Keller haben oder selber auf dem Schreibtisch haben, im Vergleich zu jedem Rechner, den Sie selber nutzen, ist es immer sicherer. Und da reden wir über die IT-Sicherheit. Andere Sicherheitsaspekte werden tatsächlich auch besser, weil, das vergisst man häufig, Papier kann auch verbrennen. Papier ist auch nicht besonders gut geschützt gegen Wasser. Papier ist auch gegen Verlust nicht so gut geschützt. Alle Daten, die wir haben und die wir aufbewahren, werden gespeichert mit 3 redundanten Systemen, die an 3 unterschiedlichen Orten sind. Das heißt, zu jeder Zeit, wenn irgendwas weggeht, hat man immer noch 2 weitere, wo alles immer in Echtzeit gespeichert ist und redundant vorhanden ist. Und das zieht sich auch mal vor. Das heißt, wenn Sie da weitere Fragen haben, gerne auch noch eins tiefer von der Transparenz her. Aber wir haben ja sozusagen das Thema einmal regulatorische Sicherheit, dann physische Sicherheit, dann Backups und Sicherheit durch Backups. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch Verschlüsselung jedes Datenpunktes über mehrere Ebenen hinweg, sodass selbst wenn es jemand klauen würde, er damit nichts anfangen kann, wenn er nicht parallel auch den Schlüssel klaut. Das ist so ein bisschen, man klaut irgendwie die Box, aber es fehlt noch der Schlüssel und der liegt wiederum woanders und nur wenn man beides klauen würde, hätte man eine Chance, mit den Daten auch was anzufangen. Weitere Fragen? Also in der Tat, wenn Sie... Vielleicht wiederholen Sie die Frage nochmal, damit alle nochmal verstehen. Also jetzt geht es um, wie kommt man sozusagen dazu, dass man das dann auch nutzen kann? Das Wichtigste ist in der Tat, die E-Mail-Adressen erstmal zu hinterlegen. Wir sind jetzt gerade dabei, die entsprechenden Daten von den Kunden, die es als erstes nutzen wollen, aufzunehmen. Und wenn Sie dann die E-Mail-Adresse hinterlegt haben, kriegen Sie von Ihrer Bank die Zugangsdaten und dann können Sie es auch entsprechend nutzen. Aber die Daten kommen von der Bank an Sie. Und was wir halt brauchen, gerade für die ersten Nutzer, ist die E-Mail-Adresse und die aber verbunden und darum am liebsten auch persönlich an die Bank gegeben, dass es die richtige E-Mail ist zu Ihnen als Person. Ja. Bei weiteren Fragen ansonsten würde ich auch sagen, sind wir beide noch vorne? Sehr gerne. Stehen an dem Stand hinten rechts in der Ecke und freuen uns auch auf die Diskussion im Zweifel unter 4 Augen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.